Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Airborne Kingdom. Ja, wir müssen uns um eine Feuerbrunst kümmern. Dafür müssen wir entsprechende Türme wieder in Betrieb nehmen, also die für dieses Feuer zuständig sind. Dann warte ich auch immer noch darauf, dass ich in der Lage bin, hier aus den aus dieser Baumwolle entsprechend Stoff zu machen. Ja, Moment mal. Was war's denn? Nee, also hier kann ich das nicht machen. Wo sind denn die Türme dann? Die müssten doch hier dann irgendwo in der Nähe sein, oder nicht? Hä? Kurios. Angezeigt werden die hier. Das hatte ich ja letztens schon, ne, versucht, hier noch von der Karte da irgendwie fündig zu werden, aber. Moment mal, ach, du ahnst es nicht. Ah, ha, 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 ich ahne es. Ja, da genau, wir müssen zu, das sind die Türme. Da haben wir jetzt einen von gefunden. Zufall. Ja, sehr schön. Okay, dann ist die Frage dann auch geklärt. Die anderen, also einen haben wir. Wie viel waren das? 3 oder 4? Flammenturm. Jeden Flammenturm entzünden. 3, okay. Jo, dann die beiden anderen, die müssen wir dann, weiß ich nicht. So, wie sieht's denn aus? Wir haben ein bisschen was an Wasser. Wir haben immer noch ein bisschen was auch an Treibstoff, also sprich Kohle. Dann würde ich, wie lange brauchen wir hier noch? 6 Stunden. Meine Güte, nee. Machen wir mal hin hier. Wasser, 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 Wasser. Ich würde vorschlagen, wenn wir schon mal gerade hier in der Nähe sind. Geht ja jetzt relativ schnell mit den neuen Fliegern und die Menge des zu erwerbenden Wassers ist jetzt auch nicht so riesengroß. Von daher, wir stürzen uns mal da ins Verderben. Machen wir hier so einen doppelten Hulup, da muss reichen. Die Baumwolle, die brauchen wir jetzt im Augenblick weniger. So. Das sieht ganz gut aus. Das erholt sich wieder. Wir sind hier auf 84 mittlerweile runter. Ja gut, 84 ist noch nichts. 135. Das ist wieder der Vogelschwarm, der obligatorische, der hier immer vorbeifliegt. Ein paar Mal halt aufgefallen, gefallen ist immer sowieso dieser Schwarm, der dann halt immer wieder auftaucht und dann an unserem Königreich vorbei segelt. So, und ja gut, das geht auch so. 160, das klingt einigermaßen zufriedenstellend. So halbwegs. Eieieiei. 63. So, für weitere. So. Ah, Moment mal. Da war ja was, wo ich das hier gerade. Nee, da muss ich aber erstmal hier wieder auf Normalgeschwindigkeit gehen. Ich entsinne mich. Moment, die. Das ist immer etwas irritierend. Die 6 hier. Ja doch, die 6, die sind entsprechend versorgt. Das Gleiche kann man dann von denen sagen. Und ich könnte natürlich hingehen und die hier irgendwas weiter hier rüberziehen, nur dann blockiere ich hier den Weg. Das ist so der ganze Hintergrund. Die ist falsch angebracht, sehe ich gerade. Die ist falsch positioniert. Ich komme hier mit dem dann auch so ein bisschen ins Gehege. Ja, dann ist hier zu, da zu, deswegen ist das Ding da gelandet. So optimal ist das alles nicht, weiß ich, aber ich musste da Kompromisse eingehen. Das war ganz einfach so. In der Situation.
Ja. Wie mache ich das am schlechtesten? Ganz glücklich bin ich mit der ganzen Geschichte nicht. Erstmal würde ich den ganz gerne hier umsetzen. Das muss mir dann schon einheitlich sein. Sorry. Aber so. Hallo? So. Okay. Dann... aber auch nicht. Ich mach das einfach mal so. Und dann gucken wir mal, was das bringt, ob das überhaupt eine gute Idee ist oder ob ich das ganz anders machen muss. So, warte mal, wo haben wir ihn? Ach so. Ach, ich verstehe. Ja, okay. Da muss ich erstmal da abwarten. Das geht jetzt gar nicht. Beziehungsweise, es geht schon. So, da muss das reichen. Dann setze ich den einfach mal da so hin. Der macht gerade mal die beiden hier, also nicht mal die anderen beiden, die da noch dazugehören würden, irgendwie erreicht. Jetzt könnte ich die natürlich dann da hinsetzen, dann werden die versorgt, aber dann haben die hier, ne, das ist das weg. Das ist die ganze Überlegung. Moment, Moment. Folgendes, ich mache erstmal wieder dicht. Also das bringt auf keinen Fall etwas. Oh. Was ist hier mit dem Wasser aus? Okay, geht noch. Sind jetzt auch nicht so viele Flieger unterwegs und wir sind hier mit Normalgeschwindigkeit jetzt momentan dabei. Warum tut sich hier nichts? Ich müsste eigentlich... Ist das verwirrt? Die alle. Sechs bauen, ja, wo? Ach, die sind mit dem Weg beschäftigt. Ach, hier. Okay. Ach, hier, ich musste das ja umsetzen. Ah, ja, da war ja was. Jetzt war ich noch.
Also, hey, was machen die ganze Zeit? So, folgendes. Weg. So, pausieren. Abreißen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass man das hier nicht so im Ganzen so versetzen kann. Ich kann das nicht jetzt hier hinsetzen, so, ne? Das geht nicht. Und ich muss das dann immer verschieben. Das ist ein bisschen blöd, aber nun gut, ist wie es ist, wie man so schön sagt. So, den einen hätte ich natürlich jetzt nicht mehr da hinsetzen müssen, sorry. Sehr geschickt von mir. Okay. Dann machen wir das hier auch noch eben. So, ich hoffe, ich denke jetzt dran. Ja? Geht. Zeitweise. So. Okay. Dann. Ja, geht nun, das geht nun mal leider nicht anders. Nach wie vor. Eins. Zwei. Und die Nummer 3, die muss. Ich hoffe, das geht. Oder nee, das geht glaube ich jetzt nicht, ne, weil da der Weg nicht dran ist. Wobei ich kann ihn ja auch. Moment mal. So oder so drehen, ist eigentlich egal. Ich muss nur. Geht das nicht? Hey. Muss schon sagen. Hallo? Etagen ist, glaube ich, egal, wie rum die sind, könnte ich mir vorstellen. 100%ig sicher bin ich mir nicht, aber. So, jetzt den an. Ah, das reicht noch. Die sind noch im Einzugsbereich. Das ist cool. So, dann kann ich weitermachen. Okay, der weg. Der weg. Und der muss. Moment. Mach ich da mal so rum. Nee. Und da. So, oh. Achso, ich bin noch im Pausenmodus. Alles gut. So, Moment. Ja, da mit den Latüchten ist natürlich noch das andere Problem. Auch erstmal hier so ein bisschen Weg. So. Die Lampen. Mach ich erstmal weg. Und ich mache hier erstmal dicht. Geht erfreulich zügig. So, jetzt muss ich mal gucken. Das geht, ne? Das müsste eigentlich passen. Achso, ja, abreißen. Ich mach das direkt so, dass sie hier so nah wie möglich dran sind. Natürlich, man kann ohne Probleme über Luft laufen. Das ist überhaupt kein Problem. Die Luft ist hier sehr dick. Ja, also sehr fest. Auch, ja, so passt schon. So, da packen wir nämlich hier noch so einen Geistheiler hin. Um der jetzt ist es eigentlich egal.
Ach ja, und vor allen Dingen, Licht wäre nicht schlecht. Warte. Den hier hinsetze. Nee, nicht abreißen, um Gottes Willen. Was mach ich denn da? Setzen. So. Technologiebaum öffnen. Ja, gerne. Wir brauchen neue Ressourcen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Wir brauchen ganz dringend so eine Handweber. Ich habe keine Arbeiter dafür frei. Oh Gott. Ja, die sind unten da mit dem Wasserbesorgen beschäftigt. Da muss ich das erstmal. Wie weit sind wir denn? 36, was sagt hier die? Ja, kann noch ein bisschen. Ja, tolle Wurst. Dazu und hierzu. Soll ich die Dinger da außen rum hängen? Warte mal. Hier sieht das so ein bisschen düsterer aus. Oder hier. Weißt du, warte, ich setze die einfach da drauf. Warte mal. Geht das nicht? Achso. Genau. Abreißen. Nee, ich will. Ich will nichts von dem Typen, nur geh du mal weiter weg, sonst hängst du gleich wieder in der Luft rum. Abreißen, so. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich nicht. Aber wir machen das einfach mal so. Hallo? Ah, jetzt. Einen dahin. Einen hierhin. So, das soll es dann gewesen sein. Aus. Ja, immerhin 93%. Das hat sich nicht verschlechtert. Das ist schon mal cool. Insgesamt 100 Zufriedene und 10 neutral. Oh, dann hat sich das jetzt hier aber doch zumindest ausgezahlt, das hier zu machen. Ne, hier mit dem Teil. Der deckt. Die jetzt alle ab. Ja, der deckt die vier hier ab, die ich versetzt habe. Und hier von den Teilen, wo auch das ein oder ja, genau hier die außenliegenden. Ja, gut. Dann sind die halt doppelt. Es ist noch nicht optimal, gebe ich zu. Aber so Überschneidungen werden sich, glaube ich, bei dieser Art von Gebäuden kaum vermeiden lassen, weil die halt von der Größe her so sind, wie sie sind. So, okay. Was ist jetzt hier mit dem Wasser? Wahrscheinlich alles weg, ne? Lauter Gebrabbel. Wo ist das überhaupt? Ach, hier. 16. Ja, komm. Ich zieh ab. Was haben wir hier? Das muss reichen fürs Erste. Und dann brauche ich eine ganz wichtige Ressource. Moment. Da. Die Dato da. Moment, wo ist er denn? Ach, Quatsch. Erforschen. Der war's. So, Ressourcen. Hanfweberei, let's go. Damit wir hier weiterkommen. So. Mann. Und wir bräuchten einen Turm.
und wir müssten mal unseren Flieger hier wieder starten. So, ich bewege mich in die falsche Richtung. Nee, kann ich wahr. Ich bewege mich nur halbwegs in die falsche Richtung. Da ist ein alter Turm. Natürlich die Frage, ob vielleicht hier nicht auch noch irgendwo einer in der Nähe ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Entschuldigung, wenn ich mit dem Kopf immer hier so unten rum unterwegs bin, aber das ist halt eine Bildschirmbedingt. Ich würde auch lieber die ganze Zeit in die Kamera reden. Aber das geht halt nicht immer. Ist halt so. Manchmal denke ich auch nicht immer dran. Wenn ich gerade so mit mir selber beschäftigt bin, beziehungsweise mit dem Spiel. Ich bin hier mit dem Spiel nicht mehr. Also wie gesagt, ich bin hier mit mir selbst beschäftigt. Hört sich auch falsch an. Natürlich mit dem Spiel in erster Linie beschäftigt. Ja, Türme. Also von der Logik her würde ich eigentlich, wenn hier schon das Teil ist, ne, müsste hier doch eigentlich auch irgendwo, also hier dieses Königreich, einer von den Türmen zu finden sein. Wenn es nur drei sind, dann würde man die doch dann so entsprechend strategisch irgendwie so um die Karte verteilt und nach Möglichkeit anbringen oder nicht. Versteht? Irgendwie nix oder ich kann es nicht anklicken. Was ist das? Ach, das gehört dazu. Nee, alles klar. Unbekanntes. Das ist gut zu wissen. Aber ich will mir jetzt nicht noch ein weiteres Königreich um den Bauch binden. Ist das schön, dass das sich hier so anbietet, aber ich habe jetzt erstmal andere Probleme. Eieieiei. Achso, warte mal. Das ist vielleicht keine schlechte Idee, weil die sind ja relativ schnell fertig hier. Also die brauchen nur noch eine Stunde. Für die Erforschung, genau. Damit ist das abgeschlossen. Und wir können die Hanfweberei dann auch bauen demnächst. So, ich muss nur gucken, was machen wir. In 8 Stunden die Effizienz um 33% zu erhöhen, ist nicht verkehrt. Lagerung, ja. Auftrieb. Auftritt in 32 Stunden, 16 Stunden, der Ballon, der braucht Tuch, der braucht viel Treibstoff. Antrieb. Die Ruder. Bringt das noch was mit den Rudern da was zu machen? 50%. Erzeugt Antrieb, geringe Kosten, kein Treibstoff, ein Arbeiter, wenig Tempo. Ja, so richtig. Und wenn ich das wenige in 64 Stunden um 50% steigere. Erzeugt Antrieb, hohe Kosten, hoher Treibstoff. Boah, wir brauchen 4 Arbeiter für so eine Flosse. Aber sehr hohes Tempo. Ich meine, die haben wir schon. Ne? Und komm. Dann würde ich eher das machen. Was mit den Sehnsüchten? Geisterloch haben wir. Begrünung. Braucht Tuch, das wir noch nicht haben. Wie lange brauchen die? Und das? 2 Stunden. Ja. Wäre eine Überlegung wert, eventuell. Ich mach das. Schiff wir drauf, wir erhöhen hier nochmal die Geschwindigkeit von den Teilen, die wir schon haben. Das ist, glaube ich, keine verkehrte Sache. So. Moment, schmeiß den Vogel mal ganz kurz nochmal an. Und sage dann, ja, vielen, vielen lieben Dank für eure Begleitung bis hierhin. Für eure Unterstützung bis hierhin. Vielen lieben Dank auch für deine Begleitung, für deine Unterstützung bis hierhin.
Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns mal so ein bisschen hier um Tuch kümmern. Damit wir hier mit den Aufgaben weiterkommen. Bis dahin wünsche ich euch immer alles, alles Gute. Nutzt und genießt die Zeit.